So, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, begrüßen Sie zur Diskothek an diesem wunderbaren, warmen, heißen Donnerstag. Es ist so eine Art Rock'n'Roll-Gipfeltreffen in Völklingen, so eine Art Woodstock. Und Woodstock begann mit furchtbarem Regen und haben alle singen müssen: No rain, no rain, no rain. Und No Rain ist ja fast saarländisch. Kein Rain, kein Rain. Deswegen wissen wir ja, dass Englisch eigentlich nur ein nordsaarländischer Dialekt ist. Deswegen fällt es den Musikern auch so leicht, den Völklinger Musikern auf Englisch zu singen. Schön ist das, war jetzt ein 100-Gag. Freue mich sehr, dass ihr alle da sind. Freue mich wieder über die Einladung. Mein Name ist Roland Zell, Moderator von SR1. Und dass der Kulturbundverein mich seit mehreren Jahren immer wieder bittet, diese Diskothek zu moderieren zu den unterschiedlichsten Themen. Wir hatten schon Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Sofa im Simsche, da warst du noch nicht Ministerpräsidentin. Wir hatten Detlef Schirnauer, Ingrid Peters, einen sensationellen Sommertagsfeier wie heute. Da habe ich mit ihr sogar ein Duett gesungen. Ich mache nachher vielleicht auch ein Lied mit dieser Band als allerletztes. Ich habe ein Duett auch mit Cindy von Cindy und Bert gesungen. Da sind aber die Tränen gelaufen. Ja? Aber vor Freude, nicht vor Schreck. Und jetzt haben wir drei Musiker oder drei Gruppen, drei Acts aus Völklingen hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr, dass der Verein Kulturbund in diese Richtung mal gedacht hat. Ladies and gentlemen, please welcome Compliment for Soul. So I fall.
Und Jonas Laubmann an den Drums. Normalerweise, denn heute saß er an der Cajon. Weißt du, woher die Cajon kommt? Aus Südamerika, soweit ich weiß. Das ist schon mal ziemlich gut. Ziemlich genau wo aus Südamerika? Peru. Wissen Sie, wer mir das erzählt hat? Ein Chilene in Saarbrücke. Weil Chile ist ja südlich von Peru, wenn Sie mal auf die Karte gucken und gut aufgepasst haben, im Geografieunterricht. Ich war selber mal in Peru 1978, 79 rum, circa, hab Machu Picchu gesehen und so, aber keine Cajon. Hab damals ein bisschen Spanisch gelernt, deswegen, als ich diese Trommel kennenlernte, und man, das ist ja nach 10 Jahren nicht mehr wegzudenken. Das ist ja der Bassdrum, ein ganzes Schlagzeug, eine Snare, da ist wirklich alles drin, vor allem jeder Rap kann es spielen. Aber natürlich, wer es gut kann, der kann richtig Musik darauf machen, ja? Ansonsten wird es ja gerne für Kinderarbeit genommen und ich weiß nicht wofür. Und dann hat mir der Chilene erzählt, hombre, er ist aus Peru, was ich nicht wusste, und das ist das Geheimnis. Die Cajon wurde erfunden von schwarzen Sklaven in Peru, denn die durften keine Musik machen. Und so wie die nordamerikanischen Sklaven das Banjo erfunden haben, haben die südamerikanischen Sklaven die Cajon erfunden. Jetzt kommst du. Ihr seid ziemlich junge Kerle, zumindest verglichen zu mir. Ich meine, diese Musik, die ihr macht, die habe ich ja schon vor 20, 30 Jahren gemacht. Lukas, Beatles Come Together mit Pink Floyd war das ja, ne? Ist das eine Herzenssache für euch? Auf jeden Fall, ja. Also Beatles-Platten sind bei mir oder bei meinen Eltern, die sind gerade früher auf und runter gelaufen und deshalb ist das irgendwie wie Pink Floyd genauso. Wenn man sich für Musik interessiert, stößt man irgendwann zwangsläufig über Beatles und Pink Floyd. Das ist die Magie der 60er und 70er Jahre. Auch finde ich okay, diese eigentlich uralten Titel zu spielen, die so meine Herzenssache sind und die Herzenssache eures Publikums heute. Ja, okay, ja. Gerade so okay, aber ihr macht das richtig gut. War das wirklich Absicht, dass ihr die Band gegründet habt, zu sagen, wir spielen Classic Rock? Ja, genau, das ist damit haben wir angefangen. Und da ist es irgendwie. Wie erklärt sich das? Ich guck mal so ein bisschen so. Mal 23 mit 20-Jährigen oder sowas spielen? Ist das so wie wenn man einfach Jazz spielt? Jetzt ist ja schon 100 Jahre alt und ist trotzdem okay? Na gut, Jazz ist jetzt eher weniger meins, aber mir geht es ganz gut, wenn ich heute das Radio anschalte, nichts mehr gut. Aber das ist einfach eben auszuhalten. Also Classic Rock Radio und sowas, das ist meistens sowieso gut laut. Und gut, es gibt ein, zwei aktuelle Künstler, wo man wirklich sagen muss, die sind vollkommen akzeptabel. Zum Beispiel Bruno Mars oder sowas, das sind wirklich Ausnahmekünstler. Aber alles andere, der gefällt so ein bisschen heißen. Also für zu viele, ich sag mal jetzt Techno oder Haus, das würde man bis heute sagen, Papa, du hast keine Ahnung, das ist nochmal was ganz anderes. Aber so eine Musik zu spielen, war das auch für dich okay, zu sagen, wir machen Classic Rock? Ja, ich bin derjenige darin, der den Alterspreis bekommt. Ich bin nicht mehr ganz 20, ich habe mit den drei vorne dran. Aber ich bin großartig mit Beatles, meine Eltern haben früher immer die schöne rot- und blaue Schallplatte mit dem Apfel drauf aufgelegt und damit groß geworden. Und naja, davor viel Musik gemacht, mehr eigene Sachen. Boah, irgendwann kam dann die Idee, mich einer ordentlichen Truppe anzuschließen und hier ordentliche Musik zu machen. Und ja, altersgerecht passt. Okay. Als Alterspräsident von Compliment for Soul weißt du bestimmt auch schon, wie lange es euch gibt. Ja, seit Oktober 2013 spielen wir zusammen. Ja, nee, also seit drei Jahren, fast zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Ist in Ordnung. Also macht Spaß. Nee, fühlt sich auch gut an. Ich habe übrigens gerade Info bekommen beim Frankfurter City Open Air. Treten wir auf am 18. August, meine Damen und Herren, ab 19:30 Uhr, also in ungefähr jetzt einer halben Stunde, in drei, vier Monaten, an einem Donnerstag, beim City Open Air, sind Sie wieder dabei oder werdet ihr auch so anplatt spielen oder mehr elektrisch? Elektrisch, komplett elektrisch. Also mehr Rock, Klassik Rock, mit E-Gitarre und Schlagzeug. Ist ja schön, dass es sowas wie City Open Air gibt, ist auch schön, dass es sowas wie Diskothek gibt. Ist denn in Völklingen was los? So, wenn man das ist immer eine saudomische Journalistenfrage. Ne? Ist in Völklingen eigentlich was los? Ist da was los hier? Wie siehst du das? Es ist ein bisschen was los. Es gibt auch noch mehr Ursachen, zum Beispiel sind wir ja auch noch ein bisschen die Sommer-Open-Air-Konzerte gibt es ja.
Im Vergleich zu Städten wie zum Beispiel St. Wendel ist es immer noch ein bisschen schwach. St. Wendel aus Stadt versteht, das sind 6 Bühnen und wirklich viele gute Bands. Das ist hier ein bisschen wenig. Und die Feste gehen ja auch ein bisschen im Wachstum, da würde ich zum Beispiel sagen, dass es ja, es könnte mehr los sein. Hast du eine Erklärung, warum da, oder teilst du deine Ansicht? Zu 100% ja, und die Erklärung ist immer Geld. Das ist halt leider immer der Fall. Ja, und seit der Fischzucht ist ja ein paar Millionen weggeschafft worden. Wie denkst du darüber, willst du das was sagen? Als Journalist darf ich das sagen. Ich habe geschüttelt, als ich zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren davon hörte. Ich habe gesagt, es darf nicht wahr sein, so ein Größenwahn. Aber ich darf das sagen, als Journalist. Frech, wie ich bin, frech, wir sind investigativ, darf das ruhig sein. Okay, ansonsten ist es, wie ich finde, eigentlich eine sehr charmante Stadt. Eine andere Sache ist noch im Völklingen die Innenstadt. Das ist ja doch kein Ruhmesblatt, kein schönes Ding. Wie denkst du darüber? Ja, gut, ich komme jetzt nicht selbst aus Völklingen direkt, ich komme aus Großbosnien, aus Nassweiler direkt, von der französischen Grenze. Von daher, Völklingen Innenstadt ist dazu, wenn man sich die Geschäfte anguckt, immer natürlich noch mehr als in Nassweiler. In Ordnung, ja. Wenn ich zurückdenke, als ich jung war, 20 Jahre vorher, war natürlich mehr los gewesen in Völklingen, das ist schon klar, aber ich denke, das ist natürlich irgendwo auch dem Kulturwandel und Industriewandel irgendwo geschuldet, dass hier in den letzten 20 Jahren weniger los ist. Aber letztendlich, ja, ich würde Stimmen sagen, Hinterflug hört in Völklingen auf, aber naja, so. Wo geht ihr denn weg, wenn ihr nicht in Völklingen weggeht? Geht ihr dann nach Saarbrücken, nach Saarlouis oder nach Frankreich? Meistens nach Saarbrücken. Dank der Markt, Garage. Ja. Und da gibt es auch vorbildefreundlich eine direkte Busverbindung, eine direkte Bahnverbindung. Das ist ja auch mal wichtig, ne? Weil wir Älteren würden nie zugeben, dass wir manchmal mit mehr als 0,5 Promille gefahren sind. Wir wissen, das geht überhaupt nicht mehr. Und da habt ihr eine schöne Verbindung. Also ab nach Saarbrücken. Ich danke euch, Compliment for Soul, und dann am 18. August beim City Open Air. Und jetzt noch mit 3 Titeln. Applaus!
Ja. Vielen Dank dafür, Olaf.
auch mal bei dem Spitveranstalter.